Grüß euch und willkommen zu einem Do-it-yourself-Video der MOBA Manufaktur. Mein Name ist Hans und ich zeige euch heute den Bau von Ladegut für meine Modelleisenbahn. Genauer gesagt bauen wir Baustahlmatten aus Fliegengitterresten, Bewährungsstahl aus alten Kabeln und noch ein bisschen mehr. Maßstabberechnen.de hilft mir, die richtige Größe der Baustahlmatten zu ermitteln. Im Real Life haben diese 6 Meter mal 2,4 Meter. Die maßstäbliche Größe wird am Fliegengitter angezeichnet und einfach per Schere zugeschnitten. Beim Bewährungs- oder Betonstahl nehme ich als Basismaterial alte Kabel, die bei der Hausrenovierung übrig geblieben sind. Diese werden unter Spannung gerade gedrillt. Dies geht natürlich noch besser per Akkuschrauber. Ich habe mich für eine reale Länge von 12 Meter, also 13,79 cm im Modell entschieden. Die Isolierung der einadrigen Kupferlitze wird mit einem scharfen Messer entfernt. Achtung, immer vom Körper wegschneiden. Die grobe Feile und/oder grobes Schleifpapier nehme ich zum Anrauen. So sieht es später mehr nach Bewährungsstahl aus und auch der Grundierungslack hält besser. Zur Grundierung kommen Lacksprays zum Einsatz. Vollflächig nehme ich schwarz matt und mit ein wenig graumatt wird noch dazu genebelt. Somit haben wir eine saubere farbliche Basis. Da es in einem geht, habe ich auch noch Kunststoffstahlbrahmen von Rocco und leere Kassenröllchen mit dazugenommen. Meine Rostmischung besteht aus Pigmentpulvern von Noch, gemischt mit mattem Klarlack oder mattem Haarlack. Die Baustahlmatten werden einfach in der Mischung gebadet. Mit dem Pinsel werden noch Akzente gesetzt. Der Bewährungsstahl soll auch noch einen stahlblauen Schimmer haben. Die Farbmischung hier besteht aus Acrylfarbe, verdünnt mit Wasser. Das sogenannte Wash wird per Pinsel aufgetragen, wo es zu blau wirkt, wieder abgetupft.
Nach dem Trocknen geht es auch hier mit der Rostbehandlung weiter. Ebenfalls wird hier der Rost per Pinsel aufgetupft, mal mehr und mal weniger stark. Das Abstreifen schafft einen sanfteren Übergang zum darunterliegenden Stahlblau. Wenn dann die Geduld schon weniger wird, kann man auch gleich ein ganzes Bündel betupfen oder sogar ins Rostbad tauchen. Bei den Stahlbrammen und den Stahlrohren habe ich das ebenfalls gemacht. Der Rost schaut schon mal super aus und wirkt sehr realistisch. Wenn es euch bis hierher auch gefällt, bitte gerne ein kostenloses Abo und ein Like dalassen. Bevor ich euch später das fertige Ladegut in einer, wie ich finde, spannenden Betriebsszene vorführe, muss es noch transporttauglich bzw. wagentauglich gemacht werden. Eine Baustallmatte wird dazu einfach auf zwei Transporthölzer geklebt. Anschließend kommt ein Stapel an Matten dazu, und sie werden zu einem Bündel verzurrt. Als Zurband dient ein Streifen Isolierband. Die Transporthölzer sind im Endeffekt Streichhölzer. Das Isolierband hält auch von selbst schon sehr gut, trotzdem schadet ein Punkt Heißkleber nicht, um das Ganze zu fixieren. Achtung, wenn es zu heiß wird, schmilzt euch das Isolierband weg. Beim Bewährungsstahl fixiere ich die Bündel vorab mit Wäscheklammern. Anschließend bringe ich dreimal Isolierband zum Verzurren an. Je Wagen möchte ich drei Bündel haben. Vom Gewicht her empfinde ich das schon als grenzwertig, aber es geht noch. Die drei Bündel werden wieder auf abgelenkten Streichhölzern mit 2,9 cm verklebt.
Wir kommen zum Finale. Der ÖBB 1293 Nightjet Vectron darf den Güterzug in Überlänge über die Anlage ziehen. Das Ladegut ist richtig fein geworden. Bitte hinterlasst mir einen Kommentar, wie ihr es findet. Die spannende Betriebssituation ist inspiriert vom Bahnhof Wald am Arlberg in Tirol. Dort kreuzen öfter Güterzüge mit Überlänge einen entgegenkommenden Railjet, der am Ausweichgleis warten muss, bis das wieder frei ist. Ich habe euch dazu ein Video in der Beschreibung verlinkt, da wurde diese Situation im Real Life eingefangen. Hier ist es kein Railjet, sondern ein ÖBB Talent im Cityjet Design. Doch auch dieser muss im Ausweichgleis warten, bis der Zug mit Überlänge am Hauptgleis durch ist und es wieder frei befahrbar ist. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.